Aber genauso wie der Heilige Koran die verschiedenen Stufen der Gottesfurcht beschreibt, beschreibt er auch die verschiedenen Stufen des Fastens. Das ist auch unsere erste Station, die wir inshallah durchleben möchten. Weil der Heilige Koran uns sagt, o du Mensch, die Station oder die Stufe des Fastens, die du machst, diese Stufe führt dich auch nur zu einer gewissen Stufe der Gottesfurcht. Das heißt, wenn du eine niedrige Stufe des Fastens hast, so wird sie dich auch eventuell nur zu einer ganz niedrigen Stufe der Gottesfurcht bringen. Wenn du aber eine hohe Stufe des Fastens durchlebst, dann wird diese hohe Stufe des Fastens auch dich zu einer hohen Stufe der Gottesfurcht bringen. Das heißt, wir haben hier einen direkten Zusammenhang zwischen dem Fasten und der Gottesfurcht. Je höher und je besser und je qualitativ hochwertiger unser Fasten ist und zu einer höheren Stufe führt uns dieses Fasten, was die Gottesfurcht anbelangt, also das eigentliche Ziel, das Allah subhanahu wa ta'ala für uns vorgesehen hat. Jetzt möchten wir aber in Wirklichkeit schauen, okay, was gibt es denn für verschiedene Stufen des Fastens und auf welcher Stufe befinden wir uns? Weil, wenn wir das herausfinden, auf welche Stufe des Fastens wir uns befinden, dann können wir auch wissen, zu welcher Stufe der Gottesfurcht uns dieses Fasten bringt. Die allererste Stufe des Fastens, das ist die Stufe, die eigentlich so ziemlich jedem bekannt ist und worauf sich die Allgemeinheit der Muslime befindet. Das ist das, ich sag mal, das materielle Fasten. Das heißt, es ist das Fasten vom Essen und Trinken, dass man sich von den Mufattirat fernhält, dass man beispielsweise sich vom Essen fernhält, vom Trinken fernhält, dass man seinen Kopf nicht unter Wasser taucht, dass man sich vom Geschlechtsverkehr fernhält und so weiter und so fort. Ihr kennt diese Angelegenheiten, die dazu führen, dass das Fasten gebrochen wird. Beispielsweise das absichtliche Lügen über Allah, seinen Gesandten und die Ahlul Bayt, diese Stufe des Fastens, das ist die erste Stufe, die sogenannte materielle Stufe des Fastens. Das heißt, der Mensch enthält sich nur von diesen Mufattirat, die es gibt. Das heißt, wenn wir zu einem Faqih gehen, zu einem Gelehrten gehen und uns an diese Sachen halten, wird er sagen, unser Fasten ist religionsrechtlich korrekt und wir haben nichts zu befürchten, wir müssen keine Kafara zahlen. Das ist also die erste Form, auf die sich eigentlich so ziemlich die Allgemeinheit der Muslime befindet. Aber dann sagen die Gelehrten, es gibt noch eine höhere Stufe des Fastens. Das heißt, diese erste Stufe ist die Voraussetzung und Bedingung und das Fundament dafür, dass wir in die anderen Stufen des Fastens hochgehen können. Die zweite Stufe des Fastens ist das Fasten der Gliedmaßen. Und es kann sein, dass es jetzt hierbei zur Wiederholung kommt, dass einige Geschwister das wissen. Ich will nur, dass wir uns alle auf dem gleichen Level befinden, weil darauf bauen wir dann die restliche Abhandlung inshallah auf, um zu schauen, welche Rolle unser Herz und unser Hungergefühl im heiligen Monat Ramadan spielt. Die zweite Stufe des Fastens ist also das Fasten der Gliedmaßen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, okay, im ersten Schritt habe ich von dir verlangt, dass du dich vom Essen und Trinken fernhältst. Du hast es geschafft, okay, steig nun zur zweiten Stufe hinauf. Das heißt, in diesem Fall fastet nicht nur dein Magen vom Essen und Trinken, nein, in dieser zweiten Stufe des Fastens fasten auch deine Augen vor all dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. In dieser zweiten Stufe fastet dein Ohr vor all dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat zu hören. In dieser Stufe fasten deine Hände, dass du nichts berührst oder damit machst, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. In dieser Stufe fasten deine Füße, deine Beine, deinen Mund, deine Nase, alle Gliedmaßen des menschlichen Körpers fasten und enthalten sich von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und deswegen heißt es auch in den reinen Überlieferungen der Ahlul Bayt alayhim salam, speziell von Imam As-Sadiq salatullahu salam alayhi, der sagte, oder dem zugeschrieben wird, dass er gesagt haben soll, wenn du fastest, dann sollen dein Gehör und deine Augen und deine Haare und deine Haut und die anderen Gliedmaßen auch mit fasten. Das heißt, und das ist jetzt die zweite Stufe, ist nicht mehr das religionsrechtliche Fasten. Das heißt, als Beispiel, und diese Frage kommt jedes Mal zum heiligen Monat Ramadan, wenn man beispielsweise fastet und man hört Musik, die verbotene Musik, wird mein Fasten gebrochen? Wenn man fastet und man macht eine andere Sünde, wird mein Fasten dadurch gebrochen? Die Fuqaha sagen nein. Das religionsrechtliche Fasten bleibt bestehen. Ja, du hast eine Sünde begangen, du wirst für diese Sünde bestraft, wenn du es nicht bereust, aber diese Stufe des religionsrechtlichen Fastens wird damit nicht gebrochen. Ja, diese zweite Stufe ist nicht mehr As-Sawm al-Fiqhi, sondern As-Sawm al-Akhlaqi. Das heißt, es ist nicht mehr das Fasten der religiösen Ordnung oder des religiösen Rechts, sondern es ist das moralische Fasten. Das ist also eine höhere Stufe dieses Fastens, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt.
Und daher sehen wir auch in solchen Werken wie Wasa'il al-Shi'a beispielsweise in Band 11, Seite 128, wird über Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salatullahi wasalam alayhi berichtet, dass er zu seinem Sohn Muhammad ibn al-Hanafiyya gesagt haben soll, und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne und etwas längere Wasiyya, wir gehen nur auf die Kernpunkte ein dieser Überlieferung, inshallah. Dort heißt es, O mein Sohn, sage nicht, worüber du keine Kenntnis hast. Und das ist schon die erste Weisheit. Und wenn wir uns allein daran halten würden, wie wenig oder wie viele Probleme wir dadurch vermeiden könnten. Wenn jeder Mensch nur von dem sprechen würde, worüber er Kenntnis hat, wie viele Probleme könnten wir dann von dieser Welt beseitigen? Und das ist eine Weisheit von Imam Amir al-Mu'minin, die er zu seinem Sohn gesprochen hat. Er sagte, oh mein Sohn, sage nicht, worüber du keine Kenntnis hast. Aber auf der anderen Seite wiederum sagte der Imam, und sage nicht alles, worüber du Kenntnis hast. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Sage nicht alles, was du weißt oder worüber du Kenntnis hast. Hier spielt der Intellekt eine Rolle. Du musst abwägen, was du in welcher Situation sagen sollst und was du in welcher Situation lieber nicht sagen sollst. Aber das, wie gesagt, das war eher eine Randbemerkung, sage ich mal. Und dann sagte er, wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtete deine Gliedmaßen und sie werden Zeuge gegen dich sein am Tage des Gerichts. Allah subhanahu wa ta'ala hat jeden Körperbestandteil quasi wird, oder jeder Bestandteil des Körpers wird am Tage des Gerichts ein Zeuge gegen den Menschen sein. Deswegen heißt es beispielsweise auch sinngemäß im Heiligen Koran, dass dort der Mensch, wenn er dann plötzlich sieht am Tage des Gerichts, er steht vor Gott und deine Hände fangen plötzlich an zu sprechen und sagen, ich habe dieses Geld gestohlen, ich habe den und den geschlagen, ich habe den und den damit haram gemacht. Deine Augen sprechen und sagen, ich habe das und das gesehen. Deine Ohren fangen an zu sprechen und sagen, ich habe diese verbotene Musik gehört. Der Mensch wird sich wundern und sagen, wieso, lima shahidtu alayna? Wieso habt ihr Zeuge oder wieso wart ihr Zeuge gegen uns? Und sie werden antworten, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Und sie werden antworten, Allah subhanahu wa ta'ala ließ uns sprechen, der uns alles hat sprechen oder der alles hat sprechen lassen. Bis der Imam a.s. diesen Vers auch zitiert hatte und sagte, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Der Heilige Koran sagt in Surah 17, Vers 36, er sagt, und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast, gewiss, Gehör, Augenlicht, Herz, all dies, danach wird gefragt werden. Das heißt, am Tage des Gerichts wird der Mensch befragt werden, oh du Mensch, was hast du mit deinen Händen gemacht, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat? Was hast du mit deiner Zunge gemacht? Was hast du mit deinen Augen gemacht? Was hast du mit deinem Ohr gemacht? Was hast du mit deinen Beinen, mit deinen Füßen gemacht? Der Mensch wird über alles befragt werden, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und dann hat der Imam alaihi salam angefangen, diese Sachen zu erwähnen. Das heißt, er fing an und hat wirklich jede einzelne Sache erwähnt und den entsprechenden Koranvers dazu, mit den Augen beispielsweise, mit dem Gehör, mit der Zunge, mit den Füßen, Beinen, Hände und so weiter, hat der Imam dann, wie gesagt, in einer etwas längeren Überlieferung dann alles erwähnt. Und deshalb sagen manche Gelehrte an dieser Stelle, رُبَّ صَائِمٍ مُفْطِر. Das bedeutet so viel wie, es gibt zahlreiche Fastende oder es gibt Fastende, die eigentlich in Wirklichkeit Muftar sind, also ihr Fasten gebrochen haben. Jetzt fragt man, wie kann jemand fasten und gleichzeitig sein Fasten gebrochen haben? Sie sagen ja, auf der Ebene der religionsrechtlichen Urteile ist sein Fasten gültig. Er enthält sich von Essen und Trinken. Auf der Stufe 1 ist sein Fasten gültig, aber auf Stufe 2 ist sein Fasten gebrochen. Das heißt, wenn du fastest und du hörst die verbotene Musik, du beschimpfst, du beleidigst, du hörst nicht auf deine Eltern, du lästerst und du begehst all diese Sünden. Ja, dein Fasten ist auf der ersten, untersten Stufe gültig, religionsrechtlich. Aber auf der zweiten Stufe ist dein Fasten schon gebrochen. Das heißt, du hast nicht mehr dieses Fasten und dieses Ziel, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir möchte. Das ist also die zweite Form des Fastens. Aber dabei bleibt es nicht. Es gibt noch eine dritte Form des Fastens und das ist das Fasten des Herzens. Und das ist wirklich eine der höchsten Formen des Fastens. Was bedeutet es, wenn ich sage, nicht nur mein Magen fastet, sondern auch meine Gliedmaßen, sondern auch mein Herz. Auch mein Herz fastet. Was bedeutet das? Hier sagen die Gelehrte, dass diese höchste Form des Fastens darin besteht, dass du nicht mal an das Sündigen denkst. Ja, du begehst keine Sünden. Davon bist du weit entfernt. Du denkst nicht mal an das Sündigen.
Das ist die höchste und dritte Form des Fastens. Das Fasten des Herzens, der Gedanken, des Intellekts, von allem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und daher schrieb ein bekannter und großer Gelehrter, Al-Fadl Kashani, in seinem Werk Al-Mahajj al-Bayda, in seinem Werk Band 2, Seite 130, schrieb er, das Fasten des Herzens ist das Fasten vor den niedrigen Angelegenheiten und den diesseitigen Aspekten von allem außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese dritte und höchste Form des Fastens ist ein Fasten von allem außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb sagen wir, es gibt einen großen Unterschied zwischen demjenigen, der nicht sündigt, aber an das Sündigen denkt, und zwischen demjenigen, der nicht sündigt und nicht mal an das Sündigen denkt. Das ist ein Unterschied. Der Heilige Koran macht darauf aufmerksam. Die Überlieferungen machen darauf aufmerksam. Und dann schrieb auch Al-Fadl Kashani weiter und er sagte, und dies ist die Stufe der Propheten und Wahrhaftigen und Nahen im Heiligen Koran. Also der Muqarrabin im Heiligen Koran. Das heißt, diese Menschen, diese Persönlichkeiten, sie fasten nicht nur vom Essen und Trinken. Sie fasten nicht nur ihre Gliedmaßen fasten vor dem, was Allah verboten hat, sondern ihre Gedanken, ihre Herzen, ihr Intellekt fastet von allem außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die höchste Form des Fastens. Und daher wird von Imam As-Sadiq salatullahi wasalam alayhi berichtet, dass er gesagt haben soll, Isa alayhi salam, der Prophet Isa ala nabina wa alihi alayhi salam, befahl seinen Jüngern, nicht zu sündigen. Ich aber ordne euch an, nicht mal an das Sündigen zu denken. Jetzt sehen wir also, in welcher Stufe eigentlich die Schia von Imam Ja'far al-Sadiq a.s. sein müsste, theoretisch. Wir sagen doch alle, wir sind Schiiten und wir sind die Schia der Ahlul Bayt und wir schreien so laut, Ali waliullah, und wir schlagen uns so stark auf die Brust im Monat Muharram. Der Imam sagt, ich ordne euch an, oh meine Schia, Isa befahl seinen Jüngern, nicht zu sündigen. Das heißt, Imam Sadr a.s. sagt, ich befehle euch, ich ordne euch an, meine Schia, nicht mal an das Sündigen zu denken, nicht mal daran zu denken, eine Sünde zu begehen. Und jetzt müssen wir schauen, auf welcher Stufe wir uns befinden und ob wir tatsächlich zu den Schiiten, zu der Schia von Ja'far al-Sadiq salatullahi wasalam alayhi gehören können. Manch einer mag fragen, was ist aber denn das Problem dabei? Ganz ehrlich, man begeht doch keine Sünde. Dabei, auf der einen Seite kann man eine Sünde begehen, dann ist es haram, man wird dafür bestraft. Aber wenn man an das Sündigen denkt, man hat ja nichts gemacht in dem Sinne. Man wird ja nicht dafür bestraft oder es wird ihm keine Sünde aufgeschrieben. Man hat nur daran gedacht, wo ist da das Problem, welchen Einfluss hat es? Und da haben die Imame selber ein wunderschönes Beispiel getroffen, wie wir uns das vorstellen können. Wie die Gedanken unsere Herzen bereits kontaminieren können, verunreinigen können. Der Imam a.s. sagte, stell dir ein Haus vor mit vier Wänden als Beispiel, mit vier weißen Wänden als Beispiel. Stellt euch einen Raum vor mit vier weißen Wänden und du lässt in diesem Raum schwarzen Qualm frei. Du hast einen Raum, vier weiße Wände und du lässt in diesem Raum schwarzen Qualm frei. Und dieser schwarze Qualm verbreitet sich überall in diesem Raum. Frage, hat es einen Einfluss auf die weißen Wände, ja oder nein? Und wenn wir so ein Experiment machen würden, würden wir sehen, dass eine kleine schwarze Schicht auf diese weißen Wände zu finden ist. Wenn wir an diese weiße Wände gehen und quasi so einen Abstrich machen, dann sehen wir, da ist was. Es wurde verunreinigt. Die Gedanken an das Sündigen sind wie dieser schwarze Qualm in unsere Herzen. So fängt es dann an. Abgesehen davon, wenn die Sünde dann tatsächlich begangen wird, ja, dann kann man gleich quasi den Farbeimer nehmen und gleich gegen die Wand schmeißen, dann hat man einen riesen Fleck quasi. Und so, tatsächlich auch so, werden die Herzen schwarz von dem ständigen Sündigen des Menschen. Das heißt, wir können also feststellen, wenn wir uns den Heiligen Koran, wenn wir uns die Überlieferung anschauen, dann finden wir in erster Linie drei Stufen des Fastens. Nämlich zum einen das materielle Fasten, das Fasten der Gliedmaßen und das Fasten des Herzens. Und je nachdem, welche Stufe des Fastens wir durchleben, dementsprechend führt uns dieses Fasten auch zu der entsprechenden Stufe der Gottesfurcht. Und jeder von uns, jeder, der diese Worte gerade hört, jeder von uns kann dieses Experiment für sich selber machen und schauen, welches Ziel oder ob ich das Ziel des Fastens erreicht habe oder nicht, wenn der heilige Monat Ramadan vorbei ist. Das heißt, am Tage des Eid, oder sagen wir mal, wir geben uns eine Woche Frist danach, eine Woche nach dem Eid, kann jeder feststellen, ob der vergangene Monat Ramadan Einfluss auf mich hatte oder nicht. Ganz einfach, indem man schaut, dieses Fasten, zu welcher Stufe der Gottesfurcht hat es mich gebracht? Bin ich so weit, dass meine Gliedmaßen gefastet haben?
bin ich so weit, dass ich darauf achte oder darauf achte, dass ich keine Sünden mehr begehe, dass ich bestimmte Sünden mir aufgeschrieben habe und diese dann tatsächlich nicht mehr begehe, dass dieses Fasten mich dazu gebracht hat, dass ich von bestimmten Sünden fernkomme, von bestimmten Sünden lossage, dass ich beispielsweise am Anfang des Monats Ramadan gesagt habe, ich nehme mir vor, ab sofort keine Musik zu hören, der Monat Ramadan ist wie ein Neustart für mich, ab sofort setze ich mir dieses Ziel. Und durch das Fasten und durch die Selbstbeherrschung tatsächlich schaffe ich es, von Musik wegzukommen, von Lästereien wegzukommen, von den anderen großen Sünden wegzukommen. Dann kannst du dir sicher sein, dass dieses Fasten von Allah subhanahu wa ta'ala in den höchsten Maßen angenommen und belohnt wird. Wieso? Weil dieses Fasten dich zu einem bestimmten Ziel geführt hat. Aber wenn du vom Fasten los oder wenn du den heiligen Monat Ramadan betrittst und dann verlässt du den heiligen Monat Ramadan und nichts hat sich an dich verändert, außer dass du vielleicht ein paar Kilo abgenommen hast. In der Realität heutzutage ist es eher so, dass man sogar ein paar Kilo zugenommen hat, wie auch immer. Dann kannst du sicher sein, dass dieses Fasten nichts an dir verrichtet hat, nichts an dir geändert hat. Das ist genauso wie das Gebet von Shimr bin Diljawshan. Das ist genauso wie das Gebet der Armee von Umar bin Sa'ad, die das Mittagsgebet verrichtet haben und dann aufgestanden sind und den Enkel des Gesandten Gottes getötet haben. Hat das Gebet sie vor Schändlichkeit bewahrt? Nein. Und deshalb, fällt mir auch gerade ein, deshalb kam auch eines Tages ein Mann zu Imam Sadr a.s. und er sagte zu ihm, O Sohn des Gesandten Gottes, wie kann ich herausfinden, ob mein Gebet angenommen wird? Und das ist bestimmt eine Frage, die jeden von uns interessiert. Wie schön wäre es, wenn ich wissen würde, wird mein Gebet eigentlich von Gott angenommen oder eher nicht? Wird mein Gebet von Gott angenommen oder wird es zurückgewiesen? Wie kann ich das selber herausfinden? Wie kann ich herausfinden, ob meine Taten angenommen werden von Gott oder nicht? Und es wird Imam Ja'far Sadr a.s. zugeschrieben, dass er dann geantwortet haben soll, schau, inwiefern dich das Gebet vom Schlechten und Schändlichen entfernt hat. Genau in diesem Maße wird dein Gebet angenommen. Das ist also ein ganz klarer Indikator dafür, wie ich feststellen kann, ob mein Gebet bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird oder nicht. Ich soll schauen, hält dieses Gebet mich vor Schändlichkeiten und Verbotenem fern oder nicht? Hält es mich von den Verbotenem fern, dann ist mein Gebet bei Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert und angenommen und wird belohnt. Bete ich und stehe auf und mache mit meinen Sünden ganz normal weiter, als wäre nichts, dann war es nur ein bisschen Akrobatik, sage ich mal, ein bisschen Bewegung des Körpers, ein bisschen Kreislauf in Schwung bringen. Ja, du hast deine religionsrechtliche Pflicht erfüllt, auch das muss ich an dieser Stelle wiederholen. Religionsrechtlich hast du das Gebet verrichtet, aber die tiefste und niedrigste Stufe hast du dann verrichtet, mehr nicht. Aber das eigentliche Ziel, zu dem dich das Gebet bringen soll, nämlich das Entfernen von schändlichen Verbotenem, hast du damit in keinster Weise erfüllt, genauso wie das Fasten in solch einem Fall. Das heißt, hier kann jeder für sich selber schauen, welche Wirkung hatte das Fasten auf mich im heiligen Monat Ramadan? Bin ich genauso wie vorher, dann hat es keinerlei Auswirkung auf mich gehabt und ich verlasse den Monat genauso, wie ich ihn betreten habe. Wenn ich aber von einigen Sünden weggekommen bin, wenn ich auf das Koran rezitiere, wenn ich meine Charaktereigenschaften geändert habe, ja, dann habe ich von diesem Monat tatsächlich profitiert, viel profitiert und dieses Fasten wird von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt werden.